Schwarzenflu zu Trashfilmen und Helge Schneider. Trash heißt Müll und so eint die meisten Filme dieses Metagenres, dass sie alles sind, aber nicht wirklich gut und trotzdem auf ihre Art wirklich Spaß machen. Wobei unterschieden wird zwischen Trash, der bewusst produziert wird, und solchen Filmen, die die Macher eigentlich ernst meinten, die aber trotzdem unglaublich schrottig sind. König des Kulttrash ist natürlich Ed Wood, dem Tim Burton mit dem gleichnamigen Film ein Denkmal setzte. Ed wollte einfach nur tolle Genrefilme drehen, nur leider hatte er zwar viel Enthusiasmus und Ideen, aber wenig Talent. Sein mega trashiger Sci-Fi-Horror-Zombie-Film Plan 9 from Outer Space ist deswegen auch immer wieder als schlechtester Film aller Zeiten bezeichnet worden. Wobei es dafür mittlerweile ganz andere Anwärter gibt, etwa den bizarren Vegetarier Goblin Horror Troll 2, in dem ein Zahnarzt schauspielerte und die trashige Goblin Queen eine Familie in Pflanzen verwandeln will. Oder noch besser, Birdemic, eine Art moderner Die Vögel-Verschnitt, in dem die absolut talentfreien Darsteller mit Drahtbügeln gegen Anigifs kämpfen, Vögel explodieren oder sinnlose Szenen mit peinlichem Klatschen gefüllt werden. Und klatschen, und klatschen. Der Allround-Künstler Christoph Schlingensief war einer der wenigen, die in Deutschland bewusst Trash-Filme drehten. Ob Terror 2000, das deutsche Kettensägen-Massaker oder United Trash, seine Filme waren immer halb improvisierte Politikparabeln zwischen Schock, Provokation und Autorenkino. Was aber nicht jeder abkonnte. Die eigentlich für den Film United Trash engagierte Barbara Valentin bekam am Set einen Nervenzusammenbruch, nachdem sie mit einem kleinwüchsigen Schwarzen mit einer Vagina auf der Stirn spielen sollte. Sie reiste ab und wurde kurzerhand ersetzt durch das Russ Meyer Busenwunder Kitten Natividad Diva so leicht durch nichts zu schocken. Schlingensief war ein Freund von Helge Schneider und hatte großen Einfluss auf dessen Filme. Schneider war beeindruckt von der improvisierten, stilisierten Ästhetik, die Schlingens Filme besaßen. Das führte dazu, dass Schlingensief sogar inoffizieller Co-Regisseur von Schneiders zweiten Film 00 Schneider Jagd auf Nihil Baxter wurde. Schneiders Kommissar hatte bereits in Texas, Helges ersten Film, einen Auftritt, ist Held von 6 Romanen und darf jetzt nach vielen Jahren wieder ermitteln. Natürlich wieder in Mülheim an der Ruhr. Ganz bewusster und kalkulierter Trash sind die Mockbuster, die Jungs von Asylum Productions produzieren, ob Transmorphers, Thor, War of the Worlds oder Atlantic Rim und Sherlock Holmes. Kein Hollywood-Film, den sie nicht als billigen Trash nachdrehen. Komplett mit furchtbaren Computertricks und den besten schlechten Ideen der Welt, wie zum Beispiel dieser großartige Hai, der ein Flugzeug frisst, oder der Sharknado, der Jungs für Aufsehen sorgte. Ein Tornado mit Haien. Haie sind übrigens immer gut für Trash, wie auch der alte Kultfilmer Roger Corman beweist, der seit den 50er Jahren genialen Trash drehte, wie den originalen Little Shop of Horror oder The Raven. Sein Sharktopus lieferte genau das, was der Titel verspricht. Halb Hai, halb Oktopus und weggeknusperte Bungee-Springer. Den Titel Trash-König könnte sich aber auch Lloyd Kaufman ans Revers heften. Seine ursprünglich als Arthouse-Verleih gegründete Firma Troma ist seit Mitte der 70er Jahre Garant für bizarre Filme mit ebenso viel Blut, Schleim und Gewalt wie Brüsten, Dödeln und abgefahrenem Humor. Troma brachte zwar auch den kultigen Arthouse-Klassiker Mein Dinner mit André heraus, spezialisierte sich aber ansonsten auf ironischen Horror- und Sci-Fi-Trash wie Tromeo und Juliet, Class of Newcomb High, Poltergeist und den Toxic Avenger-Film, dessen radioaktiv mutierter Held Toxi zu ihrem Maskottchen wurde und in vielen Filmen Gastauftritte abliefert. Genauso wie Lloyd Kaufman selbst, der auch heutzutage noch in aktuellen Troma-Filmen auftritt und dabei kaum Schmerzgrenzen kennt. Lloyd, also echt. Auch im deutschen Trash-Epos Tromagott ist er kurz zu sehen, genau wie im bizarren Film Father's Day, wo er natürlich Gott spielt, der von schwulen Engeln umgeben ist. Während Troma bewusst trashig produziert, hat dieser Mann hier zumindest einige seiner Filme durchaus ernst gemeint. Uwe Boll, der sich durch etliche Videospielfilme wie Alone in the Dark und Far Cry auf die Hassliste tausender Gamer katapultierte. Boll ist dabei mindestens eine so schillernde Figur wie Lloyd Kaufman, wenn er Kritiker im Boxring K.O. schlägt, Michael Bay und Spielberg beschimpft und generell gerne durch politisch unkorrekte Bilder provoziert. Wobei man ihm zugutehalten muss, dass er Mut hat und sich Sachen traut, die andere nicht mal anzufassen wagen. Das klappt manchmal wie in Postal oder dem sehr krass gelungenen Amok-Film Rampage, manchmal geht's wie bei Blubberella oder Auschwitz auch eher in die Hose. Doch selbst der schlimmste Boll-Film sieht immer noch professioneller und geiler aus als das Kult-Trash-Meisterwerk The Room von Tommy Wiseau. Nachdem niemand sein Buch rausbringen oder das Theaterstück aufführen wollte, organisierte sich Wiseau durch den dubiosen Import von Lederjacken aus Korea insgesamt 6 Millionen, um The Room zu drehen. Weil er sich nicht mit Film auskannte, drehte er gleichzeitig auf Film und HD-Video und alle Szenen, die auf einem Dach spielen, in einem Greenscreen-Set.
The Room gilt als Meisterwerk des misslungenen Films, denn er nimmt sich furchtbar ernst, besticht durch dumme Dialoge, furchtbare Sexszenen und Tommy Wiseau in der Hauptrolle. Dessen Johnny-Figur ständig Leute und Hunde begrüßt, Ballspielen geht und wegen seiner untreuen Freundin toll gespielte Nervenzusammenbrüche bekommt. You are lying, I never hit you. You are tearing me apart, Lisa! So viel ernsthafte Unfähigkeit ist grandios und wird selten erreicht. Das macht The Room zu unserem derzeitigen Trash-Film-Favoriten. Oh, hi Doggy!